So, willkommen zu einer neuen Folge. Pokémon Go bzw. Deutschland sucht den Super Raider. Nicht den Superstar, sondern den Super Raider. Ihr wisst, ich habe vor etlicher Zeit ein Format eingeführt. Nämlich die Raid Mania. Und das ist immer noch mit Abstand mein persönliches Lieblingsformat. Ich weiß, viele von euch mögen natürlich Raider Mittwoch. Und so, wo ihr eure Highlights und so, den Schocker der Woche, wo das gekürt wird, eure Einsendungen, alles hin und her. Aber die Raid-Mania finde ich immer noch so genial, seitdem es diese fan -Raid pässe Fan-Raid-Einladungen gibt. Einfach nur dumm rumzusitzen, also mache ich ja sowieso meistens, aber mich einladen zu lassen von euch, immer spannend zu erleben. Wer ist alles mit in der Lobby? Wie viele Leute sind das? Ist die Lobby voll? Ist die Lobby leer? Kommt man rein? Kommt man nicht rein? Wer lädt alles ein? Hat man einen Levelaufstieg dabei? Kriegt man einen hunderter Pokémon, ein legendäres? Gibt's einen Shiny? Gibt's sonst was? Oder wer lädt ein? Und wir sind zu zweit in der Lobby und es passiert einfach nichts. Das ist jedes Mal wieder spannend. Da wird immer eine Stunde durchgeradet. Mindestens am Ende lade ich ja dann auch immer noch Leute ein. Äh, zum Abschluss Raid zwischendurch jetzt auch neu zu Community Raids auch mit Leuten mit denen ich nicht befreundet bin dafür nehme ich ja mittlerweile auch andere Accounts nebenbei Mache hier vor Ort noch zwei Raids und lade bis zu 10 Leute aus dem Chat immer ein je Raid, da können also auch immer Fremde mitmachen, das ist also ein sehr cooles Format und jetzt gab es schon so viele Raid Manias dass ich mal eine Statistik angefertigt habe und mit euch mal die einzelnen Raid Manias kurz durchgehen möchte, um zu sehen, wer hat bei den bisherigen Raid Manias mitgemacht von eurer Seite aus, wer hat am meisten mitgemacht, wer kommt nur einmal vor, wer zweimal, wer dreimal, wer ist der absolute äh, Raid Star Super Raider, genau, wer ist der absolute Super Raider und wer hat hier die bisher meisten Auftritte in den Raid Manias gehabt. Ich habe natürlich keine Leute mit reingezählt, bei denen ich in die Lobby bin und die kurz vor Beginn des Raids wieder raus sind. Die haben zwar eingeladen, aber da, da war ja nur heiße Luft. Ich habe also auch keine Leute reingezählt, wo ich raus bin, weil ich rein bin und wir waren nur zu zweit und der Raid kam gar nicht zustande. Ähm. Die Leute, die ich selber eingeladen habe, habe ich auch nicht mit reingezählt. Es geht wirklich nur um die Leute, die eingeladen haben, im Prinzip der Raid Mania, die diesem Prinzip gefolgt sind, loszuziehen, mit ihrer Truppe zu raiden, eine Einladung an mich zu schicken und mit etwas Glück, dass denen ihr Raid im Stream aufgetaucht ist, denen ihre Raid-Gruppe im Stream aufgetaucht ist, die nachträglich, also wenn sie zu Hause waren, im Stream gucken konnten... Wie habe ich das erlebt, als die Einladung kam und habe dann da mitgemacht, was habe ich bekommen, während sie wussten, was sie bekommen haben. Und da jetzt mal drüber gucken, die allererste Raid Mania, die wir gemacht haben, war damals mit Shiny Rayquaza, live, first ever, Shiny Rayquaza Raid Mania, ne? die hat auch hier 893 Aufrufe gehabt. Und da ging es auch gleich gut los. Ich habe das hier in der Reihenfolge, wie die Leute eingeladen haben. Denn in der ersten Raid Mania waren dabei Dani der Dicke. Habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass der der allererste war, der zur allerersten Raid Mania eingeladen hat. Dafür müsst es erstmal einen Award geben. Kryptosa 4 hat auch eingeladen danach. Der Karsten hat eingeladen. Ihr werdet manche Namen, die werden sich so in eure Köpfe reinbrennen. Eier aus HD. Hat auch eingeladen, patcherboy Boy 1 MFG hat eingeladen, Riese, Bremerhaven hat eingeladen, The Postman, Kaiser S 1990, Leon 20a, Julchen, Feichen, Feichen, Julchen, Feichen und Zehner Schafes, ne? Das heißt, ihr hattet insgesamt 3, 6, 9... 11 Raids in der ersten Raid-Stunde, wo ihr eingeladen habt. Und dann habe ich ja auch noch welche gemacht und euch eingeladen. Trotzdem, keiner war doppelt, jeder war einmalig. Und da könnt ihr euch natürlich, wenn ihr dabei wart, schreibt mal einen Kommentar. <laughs> Oder ob ihr auch mal dabei sein wollt. Ich habe mir nämlich auch gedacht, gerade wenn ich aussortiere, ich sortiere manchmal Leute aus, wo ich nicht weiß, wer die sind. Wenn ich aber merke, ich weiß zwar nicht, wer derjenige ist. Aber gerade bei den Raid-Manias ist der aktiv und lädt oft ein und es kommt was zustande, ist so jemand ja auch wertvoll. Zum Beispiel Zehner Scharfes. Ich weiß Moment, wenn du mich so fragst, ich weiß nicht, wer Zehner Schafes ist. Wüsste ich jetzt, wenn wir Glücksfreunde werden irgendwann, wüsste ich nicht mal, an wen ich mich wenden muss, keine Ahnung. Aber ist aktiv in der Raid-Mania, hat auch immer eine Gruppe am Start. Das ist mir schon mal viel wert. Dann würde ich lieber beste Freunde löschen, wo ich weiß, wer die sind, die aber ansonsten nie was mit mir zu tun haben. Großartig. Und lieber Leute mit reinpacken, wo auch äh, diese Raid Manias funktionieren und stattfinden können. Deswegen diese Übersicht, wenn ich schon jemanden gelöscht habe von denen, die bei der Raid Mania oft und viel dabei waren, dann würde ich die wahrscheinlich nachträglich auch wieder aufsuchen und gucken, dass die wieder in die Liste mit reinkommen, wenn sie das möchten. Ähm. Und damit die Raid Manias eben spannender werden und nicht dieser Faktor entsteht, dass eingeladen wird, ich nehme an und wir nur zu zweit sind. Die erste Raid Mania, also noch ganz unscheinbar, jeder war hier einmal drin. 11 Raids gab es, 800 Aufrufe. Die zweite, die wir dann gemacht hatten, war die mit Shiny Deoxys. Die hat 784 Aufrufe. Da seht ihr dann mal, wie es da zuging. Da war der erste Raid nämlich der Ramdush. Der hat sich ja mittlerweile umbenannt heißt jetzt nicht mehr Ramdusch, sondern Eiwa Schaf 1, denn als ich mein Eiwa Schaf Account umbenannt habe in Ramses der Dicke, hat Ramdusch sich einfach in Eiwa Schaf 1 umbenannt, aber halt groß geschrieben und das ist ja der Hannes Schröder, Kender, except I'm Jesus hat er auch eingeladen, den habe ich aber mittlerweile nicht mehr in der Liste drin. Der wollte dann auch nicht mehr rein. Er hat gesagt: Ach, lasst Platz für die anderen. Eine Zeit lang hat eh sein Handy rumgesponnen. Der 46, Fettsack 46 war am Start. Humpen 29 war am Start. Agi Halmi, Dani der Dicke. Ich bin der Nils. Kari Sima. Sogar der Extrem, der hier in Hildburghausen raidet und unterwegs war, hat eingeladen in Hildburghausen. Sogar an der Arena manchmal, wenn ich direkt an der Arena gesessen habe, lädt der dafür ein. Klaus Les X, auch sehr korrekter Spieler gewesen, den habe ich auch äh, bei vielen Community Raids immer gesehen und mitgenommen. Ist leider glaube ich jetzt auch nicht mehr auf meiner Liste, war dann irgendwie inaktiv, hat dann nichts mehr gemacht. Der Karsten wieder dabei, Landei69, ihr kennt ihn alle, Stefan Landei. Ähm Ehrenmann, richtig toller Dude, aber ist auch nicht mehr so aktiv in Pokémon gewesen, hat auch gesagt, das, das lohnt sich nicht mehr, ne. Ist dann raus, kam für die eine Raid Mania wieder zurück, ist dann aber wieder raus und ich weiß nicht, ich glaube, der spielt gerade gar nicht mehr, was ich sehr schade finde. Yommo auch dabei und Zehner Schafes, ihr seht, Zehner Schafes schon wieder. Arni, der Dicke schon wieder. ne, Karsten schon wieder. Ihr seht wirklich Leute, die öfters auftauchen. Diesmal waren es 3, 6, 9. Jetzt ich überhaupt richtig. Immer, ne? 12, ne? 14. 14 Raids bei die Oxys. Da ging also schon mehr. ne, Aber. Es geht ja noch weiter. Die dritte Raid Mania war dann Genesekt. Shiny Genesekt. Live Raid Mania mit Shiny Genesekt. 684 Aufrufe. Und wir hatten dabei den Forian-Mann. Wir hatten Suppe Fluppe. Wir hatten Kryptosaphir. Wenn ihr eure Namen hier hört, schreibt ruhig mal einen Kommentar und das Video. Wenn jetzt hier Suppe Fluppe zum Beispiel und er sitzt zu Hause und hört das, Schreib ruhig mal drunter, yo, ich bin Suppe fluppe, zack, bam, damit ich auch ungefähr euch zuordnen kann. Krypto 4 auf jeden Fall dabei, Alex Great Gaming, Karisima, Lord Best 02, Jagender Hander, Leon 20a, Coke 75, Karsten, Patcherboy Riese. Hat es sogar zweimal in die Raid Mania geschafft. Das ist das erste Mal dann, dass jemand mehrmals dran kam. Jin. Kiss My Relaxo, Moonlight, Ruppasch, Der, der da ist, Geozocker und 2199. Also, Riese taucht auf, räumt gleich ab. Zweimal in einer Raid Mania das erste Mal. Insgesamt gab es dann hier. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20 Raids. Also, es wird immer mehr. Von 11 zu 14 zu 20, ja? Wie soll ich mir das irgendwo mal hinschreiben? Nee, machst du nicht. Merken wir uns einfach: 11 zu 14 zu 20. Das ist auf jeden Fall auch fett. Und dann kam Heatran, wo man denkt, die erste Stunde war noch korrekt. 771. Die zweite hat 617. Und die dritte hat 876. Gab es ja drei Rage-Stunden von Heatran, wo dann die Luft auch schon fast raus war. Trotzdem in der ersten Heatran-Rage-Stunde haben wir wieder Constine dabei. Coke 75. Alex Great Gaming gleich zweimal. Julian 15 gleich zweimal. Leberkars Pizza. Pecho Boy. RSG Dennis. Karsten, The Postman, Simnix, Benny, Moonlight, Halmi Georg, Schatzi, Steinzeug und Suppe Fluppe. Suppe Fluppe, wieder der Name. Steinzeug, heißt ja mittlerweile nicht mehr Steinzeug, heißt ja, Sabrina spielt. Ihr kennt sie alle. Ist auch, glaube ich, der einzige Raid in einer Raid Mania gewesen, wo Sabrina mich eingeladen hat. Bisher gab es keine weitere Raid Mania, wo Sabrina mich eingeladen hat. Wir haben sie zum Abschluss-Raid aber auch mal eingeladen. Oder mehrmals, ich weiß es nicht. Aber sie verspricht diese freien Plätze, wenn sie jetzt äh, losgeht, natürlich auch an die Zuschauer, da sie da vorher fünf, fünf Leute festlegt oder so. Die sie da durchzieht, mit denen ein paar Raids macht, dann wechselt und nochmal fünf, das kündigt sie alles an. Kann ich also verstehen, dass sie jetzt nicht jemanden, der das nicht unbedingt braucht, äh, einlädt und lieber ihre Zuschauer damit rannimmt, Ist also okay. Hat aber sogar geklappt bei Heatran, dass sie da mal eingeladen hat. Insgesamt waren das jetzt also hier auch 3, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18. 18 ist das zweithöchste, 20 aber immer noch das beste und keine Sorge. Ihr seht ganz am Ende nochmal alles alphabetisch. Eine Gesamtliste und eine Insgesamtliste äh, nach, nach Teilnamen. Wir kommen zur zweiten Shiny Heatran Raid Mania. Diesmal mit Petcho Boy, Wodka Hondas. Das erste Mal glaube ich, dass Wodka Hondas dann dabei war. Simnix. Alex Great Gaming, Pixler Army, Rupersch, Schrotti, Scheinimeister, Kam auch an, hat geklappt. glaub seitdem habe ich auch nie wieder was von ihm gehört. Poge Felix, Pixel Player, Christm, Der wollte natürlich gern dann wieder in die Freundschaftsliste rein. Der hätte bestimmt auch sonst äh, weitergemacht und äh, eingeladen. Bei, das wäre vielleicht ein Kandidat, den ich raus habe, aber gerade wegen Raid Manias oder so wieder mit reinnehmen könnte. Ich, das muss ich mir nochmal ganz genau anschauen. Captain Obstgarden, The Postman und Karsten. Diesmal waren es also 3, 6, 9, 14. Ihr seht, es wird schon weniger von 20 auf 18 auf 14. Solange wir nicht weniger als 11 haben, ist alles gut. Diesmal keiner zweimal dabei, aber es gab ja die dritte äh, Heatran Raid Mania. Da war dabei Kryptosaphir, Wodka Hondas, meine Sache, das allererste Mal Biala, ne? Weberse, Rubasch, Karsten, Dully Squad, Karisima und Dennis. Ach du meine Güte. Das sind gerade mal neun. Das ist die schlechteste Raid Mania von den Einladungen her. Also die mit den wenigsten Einladungen. Neun Stück. Aber es war ja auch schon die dritte Heatran Raid Stunde. Da ist klar, dass das Interesse danach nachgelassen hat. Ähm, können wir auch wieder wegziehen. Kommen zu Cresselia. 616 Aufrufe. Für viele neues Pokémon. Für viele noch nicht als Shiny. Deswegen, was gab's bei Griselia? Ach du meine Güte. Das ist auch schon die ganze Liste. Wir hatten The Postman. Wir hatten Gargamel. Zweimal. Wir hatten Tick-Klonkeks. Das erste Mal einer aus der Tick-Gang. Wir hatten Dragonite. Wir hatten Coke. Kryptosaphir. Julchen. Zweimal. Und Karisima. Das heißt, insgesamt habt ihr auch 3, 6, 10 Stück. Ist okay. Ist wieder eine Besserung zu davor. Trotzdem sieht auch ein bisschen mau aus. Nach Cresselia ging es trotzdem wieder bergauf. Ein bisschen, denn dann kam Shiny Arctos. Ja. Wie sieht es bei Shiny Arctos aus? Caso Berlin. Wenn momentan Carso Berlin einlädt, sage ich immer, das ist so ein Wackelkandidat. Manchmal ist die Lobby voll. Manchmal bin ich alleine mit ihm. Damals hat es geklappt. Bei Shiny Arctos zum Beispiel. Viele Leute in der Lobby, wer haben Arctos gemacht. Wunderbar. Carso Berlin, Procode Gaming, Poke Felix, Bender, Elte die Müh, Karsten, Gagamehl, Julchen, Simnix, Riese einem Ocelot, Frank, Karl HyperX, Oskar kollega der Drogendino, Zeus der Blitz. Wer jetzt auffällt, ist schon wieder Karsten, Julchen, Riese Simmix, ne? Die sind also oft dabei. Waren insgesamt jetzt 3, 6, 9, 10, 16 Stück. Ist das drittmeiste bisher gewesen. 16, 18 und 20. Ist also ganz gut. Mal gucken, ob Zapdos das Ganze noch übertroffen hat. 760, 782 Aufrufe. Zapdos. Und hier ging es ab mit 10er Schafes. Schatzi. Sabenda. Gleich dreimal. Wie hat er das denn gemacht? Das erste Mal, dass der Name auftaucht. Aber direkt gleich dreimal ein. Zur Shiny Zapdos Raid Mania. Dully Squad dabei. Benny dabei. Riese Bremerhaven. Fünfmal. Fünfmal in einer Raid Mania. Dass der gleiche einlädt und durchkommt und reinkommt. Caso Berlin, da hat es auch geklappt mit der Gruppe. Julchen auch zweimal dabei. The Postman. Tick. Kekslord, auch ein Tick-Member, aber ein anderer. Eddie, Extrem, Weberse, Burkhardt, Ruppersch, Tick-Keks und Reptile. Da denkt man, die Liste hört gar nicht mehr auf. Vom Gefühl her würde ich sagen, das waren die meisten, aber es sind drei, sechs, neun. 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Also scheint die Zapdos mit 24 bis jetzt die heftigste, wo es die meisten Punkte gab. Und vor allem das erste Mal, dass jemand 3 erreicht hat an Einladungen und sogar 5. Damit führt Riese, denke ich mal, die Tabelle bis jetzt an. Und hat die meisten Einladungen. Aber es geht natürlich weiter mit Lavados. Übertrifft Lavados nochmal. 782 zu 702. Das lässt ein bisschen nach. Aber das muss ja nichts heißen. Denn Lavados war... Oh, den kann ich ja was. Tick. Tick-X-Fick. x fick -fic, <laughs> -fic Zweimal. Ist neu, Tick-Member, krypto Dr. Banani, Simnix, Ivar Schaf, also der Ramdusch, Zehner Dully Dulli-Squad, Coke, Dennis, Flexstrom, Meine Sache, Go Zero, Ruppersch, Tick, Hunter, Julchen, auch zweimal, Pet Shop Boy, Caso Berlin, also da hatte Kaso, bei den Vögeln hatte Kaso einen guten Lauf. Bei den Vögeln hat es jedes Mal geklappt mit den Einladungen und da waren auch immer Leute am Start. Julchen holt auf, gefühlt. Auch hier wieder zwei, diesmal aber kein Riese dabei. Tick auch zwei. Und insgesamt waren das drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, zwölf. Fünfzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Also die drittbeste, es verschiebt sich ja immer zu, jetzt hat man 24, 20, 19 in der Reihenfolge. Und dann kamen die Giratinas. Und da ging es, glaube ich, richtig ab. Denn hier hat man 702 Aufrufe und hier hat man plötzlich 1100. Scheine Giratina gab es ja auch zweimal. Aber guckt euch das an. Es fängt schon wieder an mit Riese. Dreimal Riese wieder. Der knallt einfach rein. Zehner Schafes. Julchen sogar viermal. Als ob die beiden um die Wette einladen. Aber das ist, ich glaube, das ist denen gar nicht so bewusst. Jetzt fällt das erstmal auf. Andulain auch das erste Mal X Miss J. Das erste Mal Pflanzenprofi. Das erste Mal The Postman. Karisima, Pokémon App. Auch das erste Mal KryptoSaphir, jagende Handa das erste Mal. Hier wieder der Tickfik hat Fick Moonlight, Gargamel und Randy Orton, ne? Wenn er nicht gerade im WWE-Ring steht und WWE-Champion ist, dann macht er Raids mit dem Ramses. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Insgesamt hier auch 3, 6, 9, 12, 16, 17, 20. Also, zweitbeste. Geteilt mit dem anderen, was 20 war, was ich schon wieder vergessen habe. Ist aber trotzdem einer der Raid-Stunden, die auch gut abgelaufen ist. 1100 und die zweite hatte sogar 1245. Da geht es dann weiter mit. Ich sehe schon wieder hier Julchen. Wo ist, wo ist Riese? In der zweiten Shiny Giratina Raid Mania gab es wieder Wodka Hondas, Dr. Banani, Dragonite. Der King zum allerersten Mal, glaube ich. Benny zweimal, Julchen zweimal, Caso Berlin wieder am Start, Dulli Squad, Specks, the Postman, Tick, Dragon Hunter, Konstin, Dennis. Habe ich den King jetzt hier unten und oben drin stehen? Okay, King zweimal, <laughs> Ahmed Sutschuk und Karisima. Wirkt? Also die Aufrufe sind höher, aber ich glaube die Einladungen sind weniger. Haben wir nämlich hier 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18. Ist okay, das andere 20, da 18 ist an sich auch nicht so ein großer Unterschied. Trotzdem 24 bisher das meiste und kein Riese dabei fällt auf. Dafür aber Julchen. Das muss aber nicht heißen, dass Riese nicht eingeladen hat. Sondern, dass er es einfach nur nicht in die Raid Mania geschafft hat. Denn es ist ja wirklich manchmal so: ihr geht auf eure Raid-Einladungen und da stehen halt fünf untereinander. Und dann steht halt ein Riese an dritter Stelle und ein Dr. Banani an zweiter Stelle. Und du willst eigentlich diese Reihenfolge einbehalten und dann drückst du halt auf Dr. Banani und schon ist der drin und Riese mit seinem nicht. Beim nächsten Mal steht Riese da und drüber Wodka Hondas und du nimmst Wodka Hondas. Vor allem, weil man ja das Gefühl hat, Riese war schon oft dabei. Man will auch anderen eine Chance lassen. Julchen war auch oft dabei. Aber vielleicht, als Julchens Einladung da war, waren gerade keine anderen da. Und deswegen hat sie dann hier es äh, öfter reingeschafft als Riese. Das muss also nichts heißen. Es das heißt nicht, dass die anderen inaktiv sind und nichts machen. Es heißt nur, es ist Glück oder äh, Zufall, wer wirklich dann da reinkommt und wer nicht. Aber ich versuche immer, wenn ich einen Namen habe der noch nicht dabei war, den anzunehmen. Wenn ich aber weiß, dass das einer ist, der immer einlädt und zu zweit nur drin ist, dann, dann nehme ich den schon gar nicht an und gehe auf die, wo ich mir sicher bin, dass das klappt, wenn ich die Auswahl habe. Und bei anderen gucke ich immer erst. Also das ist auch ein Unterschied. Dann haben wir noch drei Stück übrig. Dann gab es nämlich die erste mit Shiny Darkrai, auch 1082 Aufrufe. Shiny Darkrai hier hat eingeladen, der Burkhardt, Kryptosaphir, Wodka Hondas, Moonlight, Tick Kekslord sogar dreimal direkt. Bei den Ticks blicke ich eh nicht durch. Ich meine, die gehen alle zusammen auf Tour. Theoretisch immer, wenn Tick steht, müsste man das alles auf einmal zählen. Und nicht sagen, ja, der hat mich dreimal eingeladen und der nur einmal. Trotzdem haben wir alle zusammen interagiert und waren alle in einer Lobby. Trotzdem, Tick Kekslord dreimal, Specks, Julchen zweimal, Halmi Georg, Adi. Nein, Adi, alles gut, ich hab dich nicht gerufen. Rupasch einmal. Da ist auch, ob Rupasch oder Konstin einlädt, die machen ja auch zusammen Raids, wenn er sagt, na, no, da la du und Ramses halt eigene, dann steht Konstin halt nicht so oft da, aber Rupasch sieht auf jeden Fall erstmal wenig aus. Sind drei... Sieben, acht, zehn, drei, zehn. Klingt nicht so krass, gab's aber schon schlechter. Dann gibt's die zweite... Shiny Darkrai Raid-Stunde auch mit 1100 Aufrufen. Eigentlich wäre es noch interessant gewesen zu wissen, wie viele Shinies dann bei diesen Raids dabei waren. Das habe ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben. Äh, bei Luca weiß ich nur, dass ich ohne Shiny rausgegangen bin aus der Raid-Stunde, aber habe die davor ja schon gehabt. Äh, bei Heatran war es meistens richtig heftig, wenn in einem in einer Raid-Stunde gleich vier Shinies oder so kam. Jetzt aber Shiny Darkrai, da haben wir auch Charisma noch nochmal zweimal. Onkel Olli, auch das erste Mal, Frank hat eingeladen, KryptoSaphir, Postman, Andulain, Burkhardt, Schatzi, Mr. John, Julchen, Tick Mysterion, Karsten und Konstin. Das sind dann insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, auch 14. Irgendwie haben sich die shiny Dark Reis, glaube ich, abgesprochen. Und jetzt hier 1193, das ist die aktuellste vom Mittwoch, Shiny Lugia Raid Stunde. Und Lugia saß ja erst sehr, äh, sehr verkackt aus. Da entweder gar keiner eingeladen hat, oder wenn jemand eingeladen hat, dann nur zwei drin waren und dann waren die anderen schon wieder abgelaufen und dann kam wieder nichts. Und... Aber Luke hat eingeladen, Tobias Jan, das erste Mal. Dann Tick tak kafuk hat auch eingeladen... Zehner Schafes, wieder mal, Pizzafrau das erste Mal, Julchen wieder am Start, KryptoSaphir am Start, Dragonite, Noobs, Schatzi, Riese, er ist zurück, Tick, Mysterion, Coke und Pet Shop Girl 2. Ob da nun Pet Shop Girl 2 oder Pet Shop Boy oder Pet Shop Paul einlädt, das ist eigentlich auch alles dasselbe. Er wird hier aber einzeln aufgezählt. Hier habt ihr jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also noch schlechter als Darkrai. Was heißt, das Beste war immer noch? Habe ich vergessen. Giratina? <laughs> Giratina, glaube ich. Ähm, da seht ihr auch mal das Interesse. Ne? Weil, wenn keiner einlädt, na gut, selbst wenn keiner einlädt, heißt das ja nicht, dass keiner was gemacht hat, sondern dann sind die Aktiven halt vorne alle gewesen und hinten kam nichts mehr zustande, so ungefähr. Als nächstes würde, würde es ja auf jeden Fall dann Viridium, Terracium und Cobalium geben und die sind ja alle drei gleichzeitig da. Da bin ich mal gespannt, das wird äh, auch eine sehr interessante Raid Mania, da ich vorher ja nicht weiß. Wer lädt für was ein? Aber wie gesagt, wenn ich sehe, da lädt einer für Cobalium ein, davon habe ich schon 200er und einen Shiny, dann würde ich eher für Terrakium oder Viridium annehmen, obwohl von den drei Pokémon ich sowieso Terrakium eigentlich als das coolste und nützlichste ansehe und wohl in erster Linie auf Terrakium gehen würde. Ihr könnt also raiden nach dem Shiny, was ihr braucht in der Woche. Aber wenn ihr bei der Raid Mania dabei sein wollt, dann wohl am besten raidet ihr Terrakium, weil ich in erster Linie wohl Terrakium dann annehmen werde. Dann habe ich euch das Ganze hier nochmal alphabetisch kurz aufgelistet, dass ihr das nochmal seht, wer wirklich alles dabei war. Ich meine, die Namen haben wir ja eigentlich alles schon genannt. Das ist wirklich hier alphabetisch gemacht. Frank 2 mal, 10er Schafes 6 mal, Fettsack 1 mal, Accept I'm Jesus, Adi, Agihalmi, Halmi, Ahmed Suchuk, Alex Great Gaming 4 mal, Andulank 2 mal, Benny 4, Burkhard 2, Burkhardt 1, Karisima 8, Christem, Konstin 3, Captain Obstgarden, Kryptosa 4, 9, Korsheim Ocelot, Dadi der Dicke 2, der, der da ist, der Drogendino, Dragonite, Mal 3, Dr. Banani mal 2, Dulli Squad mal 4, Eddie, Eier aus HD, Elte die Müh, Xtreme mal 2, Flexstrom, Forianmann, Geozocker, Go Zero, Halmi Georg mal 2, Humpen, ich bin der Nils, Jagende Hanna 2, Julchen 18, Julian 15, 2, Kaiser, Karl, HyperX, X, Caso Berlin 4. Klausless X, Landei, Leberk, Pizza, Leon, 2 mal, Lord Best. Meine Sache, 2 mal, Moonlight, 4mal, Mr. John, Neumond, Saiyajin, Noobs, King mal 2. Onkel Olli, Reptile, Oscar Kollega, Petchop Boy, mal 5. Petchop Girl. Der Boy ist jetzt leider nicht mehr in der Liste, aber er hat mir einen anderen Account von sich gegeben, der jetzt wohl immer einladen wird. Pflanzenprofi, Pixelplayer, Pizzafrau, Pokémon App, Poge Felix mal 2, Procode Gaming, Pixler Army, Ramdusch mal zwei, beziehungsweise Ivar Scharf, Randy Orden, Riese 13 mal, Ruppasch 6 mal, Simnix 4 mal, Sabender 4 mal, Schatzi 4 mal, Schrottie, Shinymeister, Specks zweimal, Steinzeug AKA Sabrider spielt einmal, Suppefluppe zweimal, The Postman achtmal, Tick Klon Keks, Dragonhunter zweimal, Nur Keks einmal, Kekslord viermal, Mysterion zweimal, Fickel Pax viermal, Tobias Jan, 2199, Weberse zweimal, X-Miss J, Dennis viermal, Wodka Hondas viermal, Coke fünfmal, Gargamel viermal, Carsten achtmal, Jomremo, Zeus der Blitz, Kiss My Relaxo. Das alle, die bisher bei der Raid Mania mitgemacht haben, erfolgreich. Und wer jetzt daraus nicht schlau wurde. Habt ihr hier nochmal äh, nach den Nummern sortiert, nach der Häufigkeit. Und ganz klar, auf Platz 1 ist Julchen. Julchen ist damit äh, der Super Raider auf dem Kanal. Deutschland sucht den Super Raider. Oder auch Ramses sucht den Super Raider. Julchen auf Platz 1 mit 18 erfolgreichen Raids, dicht gefolgt von Riese. Mit 13, KryptoSaphir Saphir. Und dann seht ihr, wer sich die restlichen Plätze teilt. Also Karisima, Postman, Carsten, 10er Schafes, Ruppersch, hier Patcher Boy, Cokes und so weiter. Und diese Leute, die hier eine gute Platzierung haben, die haben auch safe immer einen Platz in meiner Freundschaftsliste. Falls ich jetzt sehe, dass ich Alex Great Gaming zum Beispiel aus Versehen gelöscht habe. Dann würde ich den bitten, mich wieder zu etten. Ich werde das abgleichen, wer von den ganzen Leuten noch in meiner Liste drinne ist und wer raus ist. Hier sind alle, die nur einmal dabei waren. Aber von denen, die hier viel mitgemacht haben und die ich gelöscht habe und mir jetzt erst bewusst werde, dass die wirklich nützlich sind für meine Liste, die würde ich bitten, mir nochmal eine Einladung zu schicken, wenn sie das möchten oder sich irgendwo zu melden dass ich die vielleicht wieder mit aufnehmen kann oder sie sagen, ach komm, wir sind durch, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, nehmen lieber meinen kleinen Account an, wir leveln lieber mit dem nochmal, aber Julchen, Riese, Kryptosaphir Karisima, Postman, Carsten, also das sind ja alles Namen, die sind auch so oft in den Streams dabei, die siehst du als Kommentare unter den Videos, also da sticht man schon heraus, wenn ihr Bock habt, auch auf der Liste zu erscheinen, dann schickt einfach eine Einladung bei Raid am Mittwoch. Wenn ihr mit mir befreundet seid, ladet mich zu Raids ein, wenn ihr Raids macht. Aber nicht, wenn ihr alleine am Raid seid. So schafft ihr es nicht in die Liste. So fallt ihr nur negativ auf. Und dann würde ich sagen: wer man das jetzt hier mit den Punkten so immer mal veröffentlichen, immer nach den Raid-Stunden und gucken, wie sich es aktualisiert hat, ja? Das werdet ihr im Community-Tab dann immer mal finden. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Glückwunsch an Julchen für Platz 1, Riese für Platz 2, Krypto -Saphir für Platz 3. Immer noch die Bronzemedaille. Wir sehen uns in der Raid-Stunde wieder, beziehungsweise heute Abend ab 18 Uhr. Denn da werde ich ja versuchen, GBL Rang 10 zu erreichen und mir das Wrestler Pikachu zu holen. Auch kämpfen und so weiter. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Schnell hier Aufnahme Euer Ramses. Und erschreckt euch nicht vom Kane da hinten. Der steht immer da. Der guckt, dass alles äh, vernünftig abläuft.